shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start und wieder einen übertrieben krassen Unlimited Money Glitch. Und zwar, was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall so eine 6er Garage, wie ich das habe. Wo die sich befindet, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber was ganz wichtig ist, dass diese 6er Garage komplett voller Autos ist. Ich habe das jetzt einfach mal mit dem LG vollgestellt, weil der ist kostenlos. Zusätzlich muss in der 6er Garage sein, das Auto sein, das ihr nachher duplizieren möchtet. Ich würde euch empfehlen, das Ganze nur mit Lowridern zu machen, weil dann habt ihr auch nicht die Probleme, dass ihr die Autos nachher nicht verkaufen könnt, wenn ihr das Sport- oder Supersportwagen nehmt. So, was ihr zusätzlich noch braucht, ist auf jeden Fall ein ganz bestimmtes Clubhaus, und das findet ihr hier. Dann geht ihr einfach auf Seite beitreten und kauft euch hier dieses Clubhaus. Es ist wichtig, dass es geht nur mit diesem Clubhaus. Und da müsst ihr halt eine Werkstatt haben. Falls ihr das noch nicht habt, dann geht ihr einfach nur auf Renovieren, geht dann hier auf Werkstatt und dann könnt ihr sie kaufen und auf Renovieren klicken, dann habt ihr die. Also Werkstatt und dieses Clubhaus. Falls die Fragen aufkommen, ob das auch mit anderen geht, nein. Wenn ihr dann im Clubhaus seid, ist es auch ganz wichtig, dass auch dieses Clubhaus voll ist. Und da stellt ihr am besten die Faccio-Roller hin, weil die kosten einfach nur $5,000, das sind die günstigsten und die müsst ihr nachher ersetzen. Ihr geht dann einfach hier mal auf San Andreas und geht auf billigster Preis und hier seht ihr schon die Faccio, die kostet nur $5,000. Die kauft halt so oft, wie ihr halt das Auto nachher duplizieren möchtet. Und das ist halt auch einfach das günstigste Motorrad, beziehungsweise ja, fürs Bikerhaus. Und jetzt ist ganz wichtig, dass es nur mit dem Stellplatz 10 hier funktioniert. Das ist der hier unten. Und auf diesen Roller steigt ihr mal auf und fährt ihr mal in eure 6er Garage mit dem Roller. So, wenn ihr dann in eurem Apartment angekommen seid, dann bekommt ihr die Meldung, dass die Garage voll ist und dass ihr ein Auto überführen müsst. Und komischerweise, weil dieses im Clubhaus ein bisschen verbuggt ist, könnt ihr wirklich jetzt ein Fahrzeug in euer Clubhaus reinstellen. Und dann seht ihr schon, dass ihr hier das Auswahlmenü habt und dann nehmt ihr einfach diesen Lowrider, den ihr nachher duplizieren möchtet. Dann drückt ihr einfach nur auf X und ersetzt es quasi. Das ist der Roller hier in eurer 6er Garage und der Lowrider, den ihr nachher duplizieren möchtet, ist jetzt im Clubhaus. So, im Clubhaus angekommen, seht ihr schon, dass hier der Karin Sultan RS drin steht, obwohl eigentlich gar nicht drin stehen dürfte. Und den duplizieren wir jetzt. Und jetzt kommt euer Freund ins Spiel, den ihr natürlich braucht. Und den laden wir jetzt einfach mal ins Clubhaus ein. Sobald euer Freund dann im Clubhaus drin ist, dann geht ihr hier zu dem blauen Kreis und öffnet mal hier das Menü, um die Autos zu verstellen. Und dort ist es ganz wichtig, dass euer Kumpel sich so vorne an dem Karin Sultan RS an die Motorhaube ein bisschen hinstellt und ein bisschen rumläuft. Nicht viel, er muss sich nur ein bisschen bewegen. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, das funktioniert meistens nicht beim ersten Mal, aber ich denke mal so nach ein paar Versuchen wird es auf jeden Fall funktionieren. Dann müsst ihr einfach nur dieses Auto auswählen und mit einem so einen Faccio-Roller tauschen. Und es hat geklappt. Und ihr seht ja schon, unten steht Faccio dran, oben Karin Sultan RS. Und dann müsst ihr einfach nur in den Faccio hier quasi einsteigen, dann in die Werkstatt reinfahren und irgendetwas modifizieren. Also nehmt am besten das Nummernschild, das ist das günstigste, damit ihr ja das Auto quasi umschreibt. So, das machen wir jetzt ganz kurz auf Nummernschild. Ändern einfach mal das Nummernschild auf schwarz. Fahren da wieder raus. Oder auch nicht. Ja, es backt ein bisschen rum, wie ihr seht, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, wir probieren das Ganze jetzt noch einmal, damit ihr seht, dass es auch so klappt. Und zwar, euer Kumpel stellt sich halt da wieder da vorne hin, dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und wenn ihr dann alles richtig macht, dann funktioniert es. Also ihr braucht natürlich mehrere Versuche. Also ich habe es jetzt beim zweiten Mal auch nicht beim ersten Mal geschafft. Ihr müsst halt einfach rausfinden, wo euer Kumpel stehen muss, damit es ja auch klappt. Bams, uns hat schon wieder das dritte Mal geklappt. Jetzt müsst ihr einfach nur wieder hier in das vordere Auto einsteigen und einfach wieder Nummernschild ändern. Also wenn es bei euch beim ersten oder zweiten, dritten Mal nicht klappt, dann müsst ihr einfach eurem Kumpel sagen, dass er sich anders positioniert, vielleicht näher ans Auto, vielleicht ein bisschen weiter weg. Das müsst ihr halt einfach selber ein bisschen rumprobieren, aber wie ihr seht, es funktioniert zu 1000%, also wirklich extrem geil. Und dann müsst ihr einfach nur wieder das Nummernschild ändern und schon habt ihr das Auto dupliziert. Das könnt ihr einfach die komplette Garage jetzt vollhauen und es dann anschließend verkaufen. Ich zeige euch jetzt gerade mal, was es ja an Geld gibt, wenn ihr dieses Auto verkauft. Der Founder von dem Glitch ist ein Kollege, glaube ich, von Freightrain. What the fudge? Ich hau auf jeden Fall seinen Kollege und Freightrain unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, weil der hat den Glitch gefunden. Und ich finde es extrem geil, dass man sowas immer noch findet nach so vielen Patches.
Und ja, deswegen hat er auf jeden Fall ein fettes Shootout von mir verdient. Und schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei. So, und wie ihr seht, ich bekomme jetzt für diesen Sultan RS $777.000. Das kann ich natürlich verkaufen und der ganze Glitch ist auch mit Bypass. Das heißt, ihr müsst keine 45 Minuten warten, ihr könnt es direkt den nächsten anfordern und verkaufen. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.